Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Nihilumbra. Wir sind hier in der Stadt und suchen eine Frau. Weil Mann kann es nicht verhindern, aber Frau ja vielleicht. A new device. It can send the electricity through the air. Aha, okay. Tut mir das weh? Oh ja, es tut mir weh. Okay, gut, gut. Weiß ich Bescheid. It can send the electricity through the air. Hättest du mir auch mal vorher sagen können, dass mir das weh tut, aber gut. Zack, wieder weg. Ich bin im Moment ein bisschen in Spielearmut, was ich spielen. Also ich weiß nicht so recht, was ich immer spielen soll. Deshalb, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr euch was wünscht von mir, was ich spielen soll, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare oder per privater Nachricht. Ich freue mich sehr darüber, vor allen Dingen, wenn es Adventure-Spiele sind. Ihr kennt mich ja, ich bin ja nicht so der... Achso, hier so natürlich. Hä? A new device. Ja, ja. It can send the electricity through the air. Also wenn ihr Spiele habt, Adventures oder irgendwelche Plattformer oder Puzzlespiele oder so, da bin ich immer für zu haben. Und wenn ihr da irgendwelche Perlen kennt, die ich noch nicht kenne, immer her damit. Immer her damit. So, schon mal hier drauf. Zack. Zack. Aber wie kommen wir denn dann hier weiter? Weiter. Ich weiß nicht weiter. Ach so, na klar. Scheiße. Ja, natürlich, ich muss das fahren lassen, ohne dass ich draufstehe, ich Idiot. Ja, ja, it can send the electricity. It can send the electricity through the air. Da war ich gerade ein bisschen zu vorschnell. Verzeiht mir. Diesen Fauxpass. Jetzt haben wir sozusagen zwei Waffen. Wir haben Feuer und wir haben Elektrizität. So, und das lassen wir jetzt runterfahren, ohne dass ich draufstehe. Und sobald es unten ist, unterbrechen wir die Stromverbindung hier. Zack. Und kommen dann hier weiter. Jupp, genau das wollte ich. Aber jetzt brauche ich trotzdem noch Strom. Ah! Okay. So, erstmal hier, hier, hier. Und dann hier. Und hier. Ja. So, zack, Strom weg bitte. Danke. Dann kann man nämlich auch ganz gechillt darüber hinweg. Wo ist denn hier Strom? Die Stromquelle. Muss ich jetzt wieder anmachen? Nee. Wir brauchen noch nicht wieder die alten Skills. Das kann ich gar nicht vorstellen. Da kann ich ja eh nichts drauf machen. Aber hier ist ja keine Stromquelle. Oder kann ich das jetzt irgendwo von hier weiterziehen? Ja. Ah, okay, warte, aber lass mich erstmal vorbei. So. So. Das kann erstmal weg da. Wenn man es auf halbem Weg stehen bleibt, dann müsste ich da ja hochkommen. Ja, wunderbar. Wunderbar. This city will be destroyed, like
the other places. You've done it before, and you will do it again. Ja, das ist mein Plan. What the fuck is that? This one looks really powerful. Okay. Was soll ich damit? Ah, ein Riesenmagnet scheinbar. Der uns aber nicht schadet. Hab ich ihn direkt wieder ausgemacht, damit der hier nicht in die Stacheln da fährt, ne? Ist ja wohl klar. You are not like the ones that lived here before. They have destroyed this land. But they also created some incredible artifacts. You haven't created anything. Ne, das stimmt. Ich bin sehr unkreativ. Uah. Wie cool ist das denn? Zack. Okay. Der ist also sehr stark. Ich könnte ihn einfach verbrennen vielleicht. Wer ist denn damit? Wäre vielleicht was einfacher und dann mich mit dem Magneten da hoch. Da komme ich auch so hoch. Nee, ich brauche schon den Magneten. Kriege ich eine Gänsehaut bei dem Geräusch? You can't stop thinking about this terrible truth. You add nothing to the world. You only bring destruction. Ich muss unter das Ding kommen. Mano! Ach, ich kann die ja nicht anzünden. Was sagen, ich kann die vielleicht anzünden, aber da ist ja dieses leeren Ding da. Wie stark ist denn eigentlich dieser fucking Magnet? Sehr stark. Mano! Ich will und ich war doch eben schon mal unter dem Teil. Ich möchte wieder drunter. Warum bin ich immer da oben drauf? Ich will da drunter. Ja, genau so. Dankeschön. Geht doch. Mann, ey. Oh, es regnet. You have grown a lot. You have traveled and you have learned. But you will never deserve to be an inhabitant of this world, because you are the cause of its destruction. Das ist ja wieder so gemein zu uns. You are not different from these monsters. You are the void itself. Das eine haben wir weg. Ach verdammt, so schnell wird das Ding also wach, ja? I will never deserve to be. Genau. You have grown a lot. You have traveled and you have learned. You are not different from these monsters. Ah fuck. You have grown a lot. You have traveled and you have learned. But you will never. You are not different from these monsters. You are the void itself. Fuck. You have grown a lot. You have traveled and you have learned. You are not different from. You have grown a lot. Nein. You have traveled and you have learned. Ja. I've traveled and I've learned and I'm schwitzing my ass off here. You have traveled and you have learned. You are not different from these monsters. You are the void itself. Das hat lange funktioniert. Ja, komm, erzähl doch nicht immer dasselbe, Opa. You are not different from these monsters. You are the void itself.
Aber ich möchte niemanden töten. Diese Monster möchten das schon. Voing. You try to think about something else, but it's impossible. Are you just a puppet from the void? Tja, ich weiß es nicht. Moment, das müsste da irgendwie runter. Das müsste irgendwie runter. Also Moment, wir müssen das dann also erstmal so nach hier ziehen. Und dann hier schon mal alles voll damit machen. Und dann kurz den hier an und den aus. Und ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Dankeschön. Wie komme ich denn da hoch? Achso, ich muss natürlich springen wahrscheinlich. Von da oben dann dahin springen, ja. Ja, ist das so? Ich vermute es fast. Nimm gleich hier über, bestimmt schon über 2 Stunden auf. So. Grün. Wunderbar. Wisst ihr was? Brenne. Brenne. Kann ich denn hier vorbei? Kann ich, wunderbar. Dann beamt der mich rüber, vielen Dank. Soon the city will be destroyed. You can't avoid it. Have you ever been able to choose? Ich weiß es nicht. Ja, ist natürlich doof, wenn wir beide da oben sind. Ah, vielleicht muss ich mich da mit Sticky am Boden festmachen. Nee. Vielleicht muss ich mich schon mit Sticky hier hinten am Boden festmachen. Okay, das klappt. Es klappt. Dieser Magnet ist also nicht so stark wie unsere coole braune Farbe, ja? Finde ich cool. Zur Sicherheit machen wir da auch noch so einen Pöpel hin. So. Hier haben wir die Energiequelle. Wo ist gelb? Gelb ist weg, da ist gelb. Die treffen mich also auch sofort. Aber ich komme nicht dran vorbei. Boah, schießen die schnell. Alter, schießen die schnell. Okay, ich überlege gerade, was ich denn tun kann. Ich habe nicht so viele Optionen. Ich kann mich hier mit Sticky festmachen. Dann holt uns der Magnet zumindest nicht. Gesundheit. Dann holt uns der Magnet zumindest nicht. Wenn ich denn hier oben Sticky gelassen hätte. So. Na! So, jetzt ist der Magnet an. Was haben wir davon? Dass der Magnet an ist und uns nicht mitzieht. Bringt uns das irgendwas? Zieht er vielleicht die Kugeln zu sich? Ja,
Ja, er lenkt die zumindest ab, das ist sehr gut. So. Achso, ja, komm auch weg. Dann kommen wir doch da hoch, wunderbar. Okay, ich brauche wieder Speedy Gonzales. Also, wie war das? Sticky auf dem Boden. Wo ist Sticky? Da ist Sticky auf dem Boden. Dann Strom hier lang. Und hier lang. Und dann hier lang. Nee, noch nicht. Was? Achso, da hat mich jetzt eine getroffen, verdammt. So, hier unten auf jeden Fall Strom lang. Da drüber den Sticky. So, dann hier oben noch Strom lang. Und hier unten Strom lang. Wenn er dann halb hoch ist, zack. Müsste noch gehen. Achso, Magnet aus. Kommen wir da noch hoch? Ja, wunderbar. Und hier brauchen wir dann wahrscheinlich Schnelli. Hui! Holla, die Waldfee. Here ah, nein! Nein, 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 nein. Again. Schon wieder. War ich so neugierig, was da wohl stand, dass ich in den Tod gelaufen bin? Okay, ich muss nur wissen, wo ich hin muss. Das ist meistens hilfreich, wenn man sieht, wo man landen kann und will und soll. Ja, 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 ich bin ja dabei. Hörst du da oben hin? Wie soll ich denn da oben hinkommen? Friss mich, Leere, friss mich. Here it is. Again. Again. Okay, dann muss ich ja irgendwie... Ja, 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 ich weiß das. Ich weiß das wohl. Ah, das reicht doch. Oh, ich dachte, das wäre nicht hoch genug. Ich wollte sie schon verfluchen, diese Spieleentwickler aus der Hölle. Spaniens. Okay, braun. Braun. Okay, go, 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 go. Go, 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 go. It's not your fault. You just want to live. Genau. Schnell, schnell, schnell. Verbrennen, verbrennen, verbrennen. Nein, 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 nein. Scheiße. Okay, man muss so schnell Farben wechseln. Das ist uncool. Okay, go, 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 go. Rot, rot, rot. Ich denke mal, da ist der Knopf. Ja, da ist der Knopf. Die spawnen gleich wieder. Huiuiui. So. Ah, ach Leute. Gut, da oben war der Checkpoint. Okay, ich brauche gelb. Remorse. Was? Ah, es hat... Oh, hä? Wollte gerade sagen, oh, es hat mich in den Abgrund gestürzt und dann kam ich ja doch wieder. Responsibility. Huiuiui. Fate. Der mit seinen schicksalsschwangeren Worten immer im Hintergrund, das macht mich... Now you understand. Was? Ich verstehe gar nichts. Die Stadt ist noch schön. There's no world without void. There's no light without darkness. And there's no life without death. Ich kann nicht schneller laufen und springen und irgendwas. Nein. Schneller. Life is not a simple journey.
Every action has consequences. You are not disposed to let the world perish. You are not going to run anymore. All this madness must come to an end. Okay. Opfern wir uns jetzt? You walk into the infinite emptiness, ready to face your faith. Oh nein! Wir haben gelebt. Wir waren mal unbesiegbar. Jetzt hat uns die Leere wieder. Oh! But then, the void rejects you. Was? It leaves you alone. Was? You are complete. You are alive. The journey. The colors, love, anger, happiness, sorrow, regret, and forgiveness. Everything you experienced has filled you. You are not empty anymore. Ah. The void is nothing, and it has nothing to claim from you. There's no void inside you. Now you can go. You deserve your own life. You are free at last. Yay! Happy end? Ende. Ach, wie schön. Ah, die Leere. Ich habe den Leere-Modus freigeschaltet, okay. Punkte. Wie viele Punkte haben wir denn gekriegt? Achso, wie Punkte? Hä? Wieso stand da Punkte und keine Zahl? Also ein sehr schönes Spiel. Also ich fand es schön. Es war doch fordernd an einigen Stellen, aber selbst ich habe das im ersten Anlauf, also insgesamt habe ich jetzt 2,5 Stunden gespielt, knapp, habe ich das Spiel geschafft durchzuspielen. Und ich würde sagen, probiert es aus. Es ist, glaube ich, nicht so teuer. Es ist ein wirklich schönes Jump'n'Run, Puzzle, Plattformer, was auch immer. Und wir schauen uns jetzt noch zusammen den Abspann an. Und ich melde mich zurück, wenn der Abstand vorbei ist. Habe ich Abstand gesagt? Ich meinte Abspann. Oh, ich liebe euch auch. Tja. The void will never chase you again. Es geht doch noch weiter. But you are not free. Wie? Eben war ich noch frei. The world has been destroyed. Oh. And that will prevail in your conscience. Unless you fix it. Okay. Your duty now is to remove the void from the world. Then you will be really free. Okay. Aber das werde ich nicht tun. Frostige Berge. 1, 2, 3, 4, was? Achso, jetzt kann ich hier das Level auswählen. Ah, okay, gut. Da kann ich im leeren Modus spielen, aber
Das werde ich nicht tun. Wir können einen kurzen Blick in die Erfolge werfen. Rette dich vor der Leere, verachte die frostigen Berge, verachte den lebendiger Wald, verachte die Aschewüste, verachte den Vulkan, verachte die Stadt Reste. Achso, kann man die jetzt retten alle? Schaffe den Gesichtsmodus, habe ich erst gelesen, aber den Geschichtsmodus. Schaffe den Wolkenmodus, versuche die Geheimsprache. Geh dorthin, wo noch niemand war. Finde alle Farben. Sterbe 10-mal hintereinander im Leere-Modus, töte Klimmeth ohne zu schießen. Lass die Kugel 20-mal aufprallen. Was war das Todesbringer? Verbrenne 4 Feinde in 5 Sekunden. Ah, das war das Feuer, okay. Schaffe es in 10 Sekunden lang nicht von Vakuumor angesaugt zu werden. Zerschlage 2 Crawler-Gas in einer Box in weniger als eine Sekunde. Schaffe Level 4 Vulkan ohne Feinde zu töten. Oh Gott. Und schauen wir mal in die Kunstgalerie. Was haben wir denn da Schönes? Für Konzeptzeichnungen oder so? Das ist jetzt nur noch Boni für euch alle. Wir sind ja schon bei über 25 Minuten. Ah, oh, guck mal. Babyborn. Ja gut, das gucken wir uns nicht alles an. Wer das sehen möchte, kauft sich bitte das Spiel. Es ist ein sehr schönes Spiel. Mir hat es Spaß gemacht. Und wie ich in einer der letzten Folgen schon mal gesagt habe, wenn ihr Spiele habt, die ihr möchtet, dass ich sie spiele, und es sind gerade nicht die Horror-Action-Spiele, dann sagt's mir noch in den Kommentaren, was ihr gerne von mir hören und sehen wollen würdet. Ich würde mich freuen. Und jetzt danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und euer Zusehen bei diesem neuen Let's Play, was jetzt schon wieder altes ist, weil es vorbei ist. Und wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüsschen!